Ich war nicht mehr erfüllt von meinem Job. Ich glaube, der schwierigste Schritt war für mich, und das unterstützt mich richtig gut. Das war die erste Idee, warum ich in die Selbstständigkeit gehen wollte. Timeline fand ich genial. Was zeichnet eine erfolgreiche Gründerin aus? Wenn du dir diese Frage stellst, bist du bei diesem Video genau richtig. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gründergeschichten. Heute mit Jenny Kreismann. Jenny, herzlich willkommen. Magst du dich unseren Zusehern vorstellen? Ja, sehr gerne. Ich heiße Jenny, ich wohne in Berlin, bin 39 Jahre alt und seit Januar bin ich eine Unternehmerin. Was genau machst du? Ich mache eine Lebensberatung, also als Life Coach unterwegs und als BEMA Group Partnerin. Was verbirgt sich da genau dahinter? Die letzten 6 Jahre waren nicht so einfach bei mir. Ich hatte ein schwer krankes Kind zu Hause und ich habe sehr viele Fragen gestellt, warum, wieso. Ich hatte eine tiefe Depression und ich habe versucht, mir selbst zu helfen. Bin auch sehr tief in die Psychologie reingegangen. Ich habe mich sehr tief mit dem Thema auseinandergesetzt und ich bin sehr stark daraus gekommen und ich weiß, dass ich jetzt auch den anderen Leuten helfen kann. Es macht mir richtig Spaß. Das heißt, deine persönliche Geschichte hat dich an den Punkt gebracht, jetzt auch anderen helfen zu wollen, auf die Art und Weise, wie du dir selber hast helfen können. Genau. Was hat in so herausfordernden Zeiten wie jetzt letztendlich dafür gesorgt, dass du den Weg in die Selbstständigkeit angefangen hast? Ich habe 18 Jahre lang bei einem Unternehmen gearbeitet und dann gerade durch meine Geschichte, irgendwann habe ich mich nicht mehr, ich war nicht mehr erfüllt von meinem Job. Ich wollte was anderes machen und zuerst habe ich BEMA kennengelernt, auch durch mein krankes Kind. Und ich habe so eine super Erfahrung gemacht mit diesem Gerät, auch eigene Erfahrung. Das hat mir damals auch sehr gut bei der Depression geholfen. Und ich hatte super Erfahrungen auch bei mir in der Familie und ich wollte das unbedingt weiter erzählen und dann bin ich auch BEMA-Partnerin geworden. Das war die erste Idee, warum ich in die Selbstständigkeit gehen wollte. Und damals, als ich meinen Job gekündigt habe, wollte ich mich selbstständig dann in diesem Bereich machen. War es eine eher leichte oder eine eher schwere Entscheidung, jetzt den Gang in die Selbstständigkeit zu wagen? Zuerst war es schon sehr schwer. Ich glaube, der schwierigste Schritt war für mich, erstmal in die Teilzeit zu gehen. Ich glaube, das war am schlimmsten. Aber dann war mir doch ziemlich klar, dass ich was ändern will in meinem Leben, dass ich bin alleinerziehende Mutter, mein Kind hat mich kaum gesehen, weil ich von morgens bis abends auf der Arbeit war und wie gesagt, ich wollte was ändern, weil mein Job mir keinen Spaß mehr gemacht hat, ich wollte flexibel sein und ich wollte mehr für mein Kind da sein. Das waren so die wichtigsten Entscheidungen, warum ich in die Selbstständigkeit gehen wollte. Was waren die größten Herausforderungen, die du auf dem Weg in die Selbstständigkeit bewältigen durftest? Da der tragische Fall bei mir im Sommer passiert ist, da war ich schon arbeitslos. Ehrlich gesagt, ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht, wie es weitergeht. Ich war wie in so einem tiefen Schlaf. Und im November, als ich dann auf einmal wach war und dachte, oh, du bist nur noch einen Monat arbeitslos, wie geht es denn weiter? Ich war richtig überfordert. Ich wusste nicht, wie ich... Wusste nicht, Finanzierung, ja, nein, ich habe ein bisschen mal gegoogelt. Dann habe ich die 5 Seiten gefunden, wo so viel Text war. Und für mich war ziemlich schnell klar, ich schaffe das selbst nicht. Jetzt ist der Start in die Selbstständigkeit schon erfolgt. Wie siehst du die Herausforderungen im Rückblick? Das war einfach die Unsicherheit. Und man ist unsicher, wenn man die Informationen nicht hat. Wenn man nicht weiß, wie und was und wie man was richtig macht. Aber jetzt seid ihr... Beratung fühle ich mich bestens vorbereitet, ich fühle mich wohl, ich fühle mich sicher. Was waren die Hauptthemen, die du klären wolltest in der Beratung? Budgetplanung, da hatte ich null Ahnung. Mit dem Businessplan, das war auch eine Herausforderung für mich. Ich habe auch so ein bisschen mal gegoogelt, wie man einen Businessplan schreibt und das war mir ziemlich schnell klar, ich schaffe das nicht alleine. Und Marketing war damals für mich sehr interessant, da hatte ich auch, da war ich auch nicht so gut informiert. Sind im laufenden Prozess weitere Themen dazugekommen?
Was dazu gekommen ist, ich war sehr auf Life-Coaching fokussiert und ich habe so an BEMA nicht mehr wirklich gedacht. Und durch diese Beratung, ich habe ziemlich schnell verstanden, dass es ein super zweiter Standbein ist und vor allem, dass es mir richtig Spaß macht und dass da auch Potenzial riesig ist. Was waren die Hauptgründe, weshalb du dich für Coaching entschieden hast, für ein Gründercoaching? Ich war einfach überfordert. Ich wusste, dass ich so viel vorbereiten muss, an so viel denken muss. Und ein Monat, das war zu kurze Zeit. Ne? Und ich meine, wenn man Zahnschmerzen hat, dann geht man zum Zahnarzt und nicht zum Allgemeinarzt oder so. Ne? Genau hier, wenn du Fragen hast, dann gehst du zum Spezialisten. Und so bist du auf die X-Group aufmerksam geworden? Ich hatte eine Empfehlung von Frau Lacroix von BEMA Group. Das bedeutet, wir sind der Zahnarzt. Genau. Das bedeutet, wir sind der Spezialist. Ja. Was hat den Ausschlag gegeben, zur X-Group zu kommen? Ich habe ein bisschen mal gegoogelt, ein bisschen recherchiert. Ich habe die gute Bewertungen gesehen. Der Start in die Selbstständigkeit ist jetzt einige Woche her. Was waren deine größten Erfolgserlebnisse seither? Mein Kurs läuft und das macht richtig Spaß. Ich kriege super Feedbacks zurück. Mit BEMA bin ich auch richtig gut unterwegs. Ich habe schon einige Beratungstermine gemacht. Und ich habe eine Werbung bestellt, also danke an Herrn Hausmann. Ich habe sehr gute Tipps bekommen von ihm und das unterstützt mich richtig gut. Glückwunsch. Dankeschön. Was sagen deine Kunden über die Leistungen, die du jetzt bringst? Dass ich genau das Richtige mache, dass sie Vertrauen an mich haben, dass es ihnen auch Spaß hat, mit mir zusammenzuarbeiten. Wie war es, mit einem Team aus Coaches und Beratern zu arbeiten und nicht nur mit einer Person alleine? Es war super, super abgestimmt, super Unterstützung von allen Seiten. Ich fand auch super gut, dass es auch sehr kundenorientiert ist. Es war auch flexibel, ne, mit den Themen. Ich konnte selbst entscheiden, welche Themen für mich wichtiger ist und dann habe ich die Beratung bekommen. Was hat dir besonders gut gefallen? Wie gesagt, dass es sehr kundenorientiert war, Offenheit, voll Vertrauen und das hat auch richtig Spaß gemacht. Bei manchen Themen, da dachte ich manchmal, mein Kopf platzt. Aber es hat sehr, sehr viel gebracht. Ja. Die ganze neue Inspiration, die ich in der Zeit bekommen habe, das ist genial. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich bin sehr, sehr dankbar für die beste Vorbereitung. Also damit habe ich wirklich nicht gerechnet, dass ich so viele neue Ideen bekomme, auch mit BEMA Group, ne, dass ich nicht so daran gedacht habe, was ich jetzt überhaupt nicht verstehe. Ne. Und ich bin richtig dankbar, dass wir so viele verschiedene Szenarien durchgespielt haben im Finanzplan und mir einiges klar geworden ist, wo mein Schwerpunkt ist, worauf ich dann aufpassen soll. Ne? Was sind die drei wichtigsten Dinge, die du mit aus dem Coaching nimmst? Also das Wichtigste, Selbstvertrauen in mich selbst. Ich dachte, ich bin viel, viel schlechter vorbereitet, ehrlich gesagt. Die Instrumente, die fand ich richtig gut, die kann ich immer nutzen. Budgetplan, Marketingplan von Herrn Hausmann habe ich auch eine super Übersicht bekommen, die ich immer nutzen kann. Businessplan, das sowieso, das habe ich jetzt immer auf dem Tisch. Ne? Die ganzen Punkte, die wir aufgenommen haben, was ich nur so alles machen kann und wo haben wir, wie heißt das, Timeline? Timeline fand ich genial. Das ist großartig. Viele Menschen denken, Businessplan ist etwas für die Schublade. Für dich ist es ein lebendiges Instrument, mit dem du arbeitest? Ja. Diese ganz tolle Idee, ne, die wir zusammen aufgeschrieben haben, die fand ich richtig super, super unterstützend jetzt auch für den Alltag. Was sind deine drei Top-Tipps für Gründer? Na, erstmal auf jeden Fall zu Spezialisten gehen. Nicht zu lange überlegen. Dann einfach vertrauen. Und klar, bereit sein, dass es schon eine Herausforderung ist, aber an sich selbst zu vertrauen und die Unterstützung holen. Was lief seit deinem Start so wie erwartet? Was lief anders? Es lief alles schon so, wie geplant ist. Was anders war, dass ich jetzt schon so super Feedbacks zurückkriege. Das habe ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ne? Dass ich schon mal so schnell was zurückbekomme, das macht Spaß. Es ist schön, so gute Feedbacks zu kriegen. Ja. Welche neuen Herausforderungen gab es? Also ich glaube, die größte Herausforderung ist wirklich mal motiviert zu bleiben und einfach tun.
Das bedeutet, dass du relativ gut vorbereitet warst. Ich war sehr gut vorbereitet, ja. Was unsere Zuseher jetzt sicher noch interessiert, wie können sie dich erreichen? Gerne über meine Website jenny.greismann@bemagroup.com. Heute zu Gast bei Gründergeschichten Jenny Greismann. Jenny, vielen Dank, dass du da warst. Wenn dir das Video gefallen hat, drück gerne den Like-Button und abonniere den Kanal, um auch zukünftige Gründergeschichten zu erhalten. Wenn du Fragen zu deiner Gründung hast, stell sie gerne in den Kommentaren unten. Dort ist auch der Kontakt zu Jenny verlinkt, wenn du dich direkt an sie wenden willst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.